So, da gefällt mir noch so einiges nicht. Zum einen, dass die Steine hier unten immer so rumwibbeln am Ende, weil sie nicht wissen, wo sie hin sollen, weil die Deckplatte zu nah drauf ist. Und dass der Stein so schnell rauskommt. Ist immer noch zu schnell. Das heißt, ich gehe nochmal auf seinen letzten Keyframe und dann gehe ich hier auf Löschen. Das heißt, der Keyframe ist dann weg. Und dann setze ich einen neuen. So kann man es auch machen. Gucke ich mal kurz, wo er ist. Da ist er. Und dann setze ich den einfach etwas später an die richtige Stelle und drücke dann wieder auf Keyframe erstellen. So, jetzt gucken wir nochmal, ob er wieder an der richtigen Stelle ist. Jawohl. Geht so, könnte ein bisschen höher sein. Das heißt, ich gehe wieder an die Stelle, schiebe ein bisschen höher und drücke wieder auf Keyframe und fertig. So, das heißt, er kommt jetzt ein bisschen später. Die Animation der Steine ist jetzt aber immer noch die gleiche. Wenn ich die weghaben will, dann muss ich wieder auf die Welt gehen, also auf die Szene gehen und Free All Bakes drücken. Damit ist dann die Animation theoretisch gelöscht und jetzt wird sie neu berechnet. Das Problem ist nur, dass die Steine schon von Anfang an da weg wollen, weil die Deckplatte zu nah drauf ist. Schieb sie mal ein kleines bisschen höher. Na, da sieht man so, schon so einen sehr starken Rand, aber das ist auch nicht weiter dramatisch, weil wir ja den Effekt erst zeigen, wenn er passiert. So, und jetzt backe ich das nochmal alles. Bake All Dynamics. Und das sieht doch sehr gut aus. Da kommt der Stein raus. Man muss dazu sagen, dass ich hier auch die Geschwindigkeit noch nicht richtig eingestellt habe. Hier beim Render-Tab. Da müsste ich mal auf 50 Bilder pro Sekunde stellen, weil das Video eigentlich eine Geschwindigkeit von 50 Bildern pro Sekunde hat. So, wenn ich das mal ablaufen lasse. Jawohl, dann sieht auch die Geschwindigkeit von dem Stein einigermaßen gut aus. Ah, die Steine gewirbeln da immer noch so ein bisschen rum, aber das ist nicht weiter dramatisch. Das sieht schon alles ganz schick aus. Sieht auch aus, als ob der Stein da wirklich rauskommt. Zack. Mal kurz ein Bild gerechnet. Ja, das sieht doch schon wesentlich besser aus. Wesentlich besser. Und jetzt sieht man hier hinten, das sieht richtig gut aus mit den Steinen, die wegfliegen. Aber da fallen jetzt zwei, drei Steine. Ah, fast. Da fallen jetzt zwei Steine hinten runter. Und die hätte ich aber gerne noch drauf. Und deshalb vergrößere ich jetzt die Fläche. Ich habe sowieso das Problem, dass ich hier vorne am Anfang des Videos meinen Unterkasten sehe. Den möchte ich gerne nicht sehen, deshalb vergrößere ich einfach diese Fläche ein bisschen. Ich guck, mach mal die Obenansicht. Da haben wir unser Loch in dieser Platte. Und diese Platte machen wir einfach außen nur ein bisschen größer. Das heißt, wir haben hier diese Fläche und das Loch in der Mitte ausgeschnitten. Und wir wollen jetzt nur die äußeren Punkte hier im Edit-Modus mit Punkte anwählen, etwas größer ziehen. Das heißt, wir wählen alle vier Punkte an und drücken S für Scale und ziehen es etwas größer. Das können wir auch nochmal aus dieser Ansicht machen. Da sehen wir dann nämlich, ob wir da schon außerhalb des Bildes sind. Ja, wunderbar. Und da sehen wir, da verschwindet jetzt zum Beispiel dieser Stein hier in der Platte, weil er eben schon fertig berechnet ist. So, der fällt da immer noch hinten runter. Ah ja, jetzt müsste es eigentlich passen. Der fällt immer noch hinten runter. Okay, wir machen es noch größer. Und zwar, wo setzt der denn jetzt den Scale-Punkt? Dort, okay. So, und Grab Shift Z und dann schieben wir es noch ein bisschen nach vorne. So, jetzt sollte es eigentlich groß genug sein. Und nochmal alles anwählen. Im Objektmodus alles anwählen. Free All Bakes und Bake All Dynamics. Und jetzt lassen wir das mal ablaufen. Und jetzt fallen die Teile wieder woanders lang. Die wackeln mir immer noch ein bisschen zu viel da. Ein kleiner Trick, wie man dieses Wackeln auch noch wegkriegen kann, ist auch, dass man die Wanne etwas niedriger macht, sodass beim Anfang des Effekts die Steine erstmal runterfallen und dann dürfen sie ja auch unten sein. Ich lege mal die Deckplatte wieder so nah wie möglich drauf. Sie dürfen ja nach unten einbrechen. Render mal kurz das Bild aus, da sieht man ja gar nichts. Und wenn ich jetzt diese Wanne ein bisschen niedriger mache, dann können die Steine erstmal ein Stück runterfallen, wenn sie anfangen zu berechnen. Und dann wackeln sie nicht mehr so stark.
So, wenn ich das jetzt alles nochmal backen lasse, ich habe hier ein bisschen rumgespielt mit den Einstellungen, ich stelle jetzt nochmal alles zurück. Das war das, das war alles okay. Free all bags. Wieder in die Ansicht. Bag all dynamics. Und los geht's. Jawohl, dann bleiben die Steine hier liegen oder fallen eben in das Loch. Und das sieht dann doch wesentlich besser aus. Da ist jetzt so ein Stein, der ist da so verkantet. Da kann man nochmal schauen, ob man da mit einer höheren Präzision hier bei dem in der Szene kann man auch die Präzision der Berechnung einstellen. Das heißt, wie viele Bilder pro Bild berechnet werden. Vorher hatte ich 60, jetzt habe ich 120 Zwischenbilder, die berechnet werden. Das dauert dann halt ein bisschen länger. Free All Bags, Bag All Dynamics. Das dauert ungefähr eine Sekunde länger hier. Eine Zehntelsekunde vielleicht. So, und das sieht dann so aus. Mal sehen. Jawohl, da klemmt dann auch nichts mehr. Und jetzt muss ich nur noch eine Szene finden, wo nichts hinter mir runterfällt. Weil das ist ein totaler Illusionsbrecher, wenn etwas hinter mir zum Liegen wird. Aber das sieht gut aus. Die Teile, die da runterfallen. Ah doch, fällt genau hinter mir runter. Okay, das heißt, ich spiele jetzt so lange hier mit den Standardeinstellungen rum, bis mir das gefällt, was dabei rauskommt. Jawohl, alles schick. Ein bisschen Overkill mit dem Stein herumfliegen, aber egal. So, das heißt, wir haben hier in unserem ersten Bild, sehen wir noch gar nichts. Zweites Bild des Effekts, bricht der Boden auf. Drittes Bild, kommt schon der Stein zum Vorschein. Na, das sieht doch mal schick aus. Ja, sehr schön. Und jetzt machen wir noch das Kicken des Steins. Genau in dem Bild, ist ein bisschen weit weg. Ich hätte es gerne hier. Ist der Stein immer noch ein bisschen weit weg von allem. Deshalb lassen wir den sich jetzt drehen. Damit die ganze Animation nicht wieder schütt verschütt geht. Sind da noch Steine in der Nähe? Ansonsten kann ich einfach, muss ich die Animation gar nicht neu berechnen lassen. Ja, genau. Also bis hier dreht sich der Stein noch so ein bisschen. Jawohl. Machen wir mal Rotate in die Richtung und ein bisschen in die Richtung bewegen, damit der Fuß dann besser rankommt. Und dann drehen wir es noch ein bisschen in Z-Richtung, damit es auch noch was aussieht. Und machen einen Keyframe. Wir haben ja hier Location und Rotation eingestellt, damit haben wir die Drehung jetzt auch mit drin. Und ab diesem, ab dem Punkt, wo er rauskommt, dreht er sich dann so ein bisschen. Und dann kicke ich ihn weg. Dann machen wir Grab. Welche Achse ist das? X-Achse. Und aus dem Bild raus. Klemmt alles hier ein bisschen, weil der Rechner gerade ein bisschen zu tun hat. Und Keyframe. So, und damit es noch ein bisschen schicker aussieht, drehen wir das Ding auch noch um die Y-Achse, weil ich es ja gekickt habe. Das funktioniert jetzt nicht. Rotate Y. Ist die falsche Achse gewesen? Achso, nee. Y-Achse, so. Dann müssen wir es noch ein bisschen weiter rausschieben. Und Keyframe. So. Und da ist der Kick. Zu spät fliegt der Stein los. Um drei Bilder. Das heißt, wir machen hier jetzt einen Keyframe. Und den nehmen wir wieder raus. Zack. Ah, okay, da kommt er nochmal an einem Stein vorbei. Und jetzt kommt noch eine ganz kleine Feinarbeit. Und zwar zeige ich mir hier mal den Graph Editor. Und da kann man die ganzen Bewegungen nochmal grafisch sehen. Und da haben wir jetzt hier die Bewegung. Ich mache mal die Rotation aus, die ist nicht so wichtig. Und die Bewegung, da kann man sehen, das verschiebt sich nur auf der roten Achse, auf der Y-Achse, auf der X-Achse. Deshalb schalte ich mal die anderen weg. So. Und da möchte ich jetzt zwischen dem Punkt und dem Punkt haben, dass er sofort losfliegt und nicht erst langsam anfängt loszufliegen. Das heißt, ich wähle mir den aus und gehe auf Key, Interpolation Mode und da gehe ich auf Linear. Zack. Ist es linear, was danach kommt. So, und dann fliegt er nämlich durch den Tritt direkt mit maximaler Geschwindigkeit los. Und Kick.
Dann sollte er sich möglichst auch direkt mit maximaler Geschwindigkeit drehen. Das heißt, wir gucken uns die Drehung auch nochmal an. Da ist die Drehung. Und die Drehung ist ein bisschen komplexer, weil es um zwei Achsen geht. Und wir machen genau das gleiche. Die beiden anwählen. Dann Key und Interpolation mit Method oder Mode hier linear. Und damit sieht das dann auch schick aus. Kick. Jawohl. So, jetzt sehen wir, der Stein fliegt hier noch durch einen Erdblock durch. Damit er den noch mitnimmt, berechnen wir die Physik einfach nochmal. Aber bevor wir das tun, speichern. So, dann berechnen wir das nochmal neu. Wählen wieder alles an, beziehungsweise nehmen alles wieder mit rein. Wählen wieder alles an. Free all bakes, bake all dynamics. Mal sehen, wie es jetzt ist. Fliegt auseinander und fällt aus der Welt raus. Egal, den Stein da hinten schenken wir uns. So, jetzt rendern wir das aus und dann haben wir es eigentlich auch schon. Achso, natürlich wäre es auch sinnvoll zu wissen, wie man es ausrendert. Und zwar, ich habe hier jetzt ein Bild. Vorhin hatten wir ja schon, wie wir den Hintergrund reinkriegen. Hier haben wir das, wie es im Original aussieht. Das heißt, ich würde jetzt in dem Fall, weil ich jetzt hier diese Kante weghaben will, erst bei Bild 103 anfangen zu rendern. Hier im Render-Tab, da gehe ich auf Start-Frame, wäre dann in dem Fall 103. Und End-Frame ist eben das End-Frame. Und dann gehe ich hier, muss ich mir noch einen Ordner aussuchen, habe ich in dem Fall schon gemacht. Und dann das stabilste Videoformat, was ich bisher gefunden habe, ist AVI-JPG. Das funktioniert eigentlich meistens. Wenn ihr allerdings längere, große Videos exportiert, was dann auch schon mal ein paar Stunden dauern kann, solltet ihr auf jeden Fall PNG oder JPG Bilderfolgen nehmen, möglichst PNG, weil wenn das Berechnen zwischendurch abbricht oder am Ende das Video nicht ordentlich zusammengeschnürt wird, wenn dann alle Bilder berechnet sind, ist alles weg. Und wenn ihr alle Bilder einzeln exportiert, ein Videoschnittprogramm habt, womit ihr das zusammenpacken könnt oder vielleicht auch das mit Blender macht, lieber als Bilder, als Einzelbilder berechnen, weil dann fehlt euch vielleicht ein Bild oder so, anstatt die letzten 3 Stunden, die der Rechner gearbeitet hat. Bin jetzt mal ganz mutig und berechne mal mein 10 Minuten Render-Video hier mit als AVI und einfach nur auf Animation drücken und los geht's. Ich wollte bei diesem Tutorial eigentlich noch so ein bisschen Sand und Erde mit rumfliegen lassen und Staub aufstoben lassen, aber das wäre dann ein zu langes Tutorial mit zu viel unterschiedlichem Kram gewesen. Und das mache ich dann mal lieber als Extra-Tutorial. So, das war's. Ich hoffe, es hat euch wieder was gebracht. Als nächstes kommt dann Firebending und Airbending ist eigentlich mit dabei und hatte ich auch schon mal in einem anderen Tutorial mehr oder weniger gemacht, das mit dem Bullet-Time-Effekt. Wenn es euch gefallen hat, liked und subscribed. Auch wenn es euch nicht gefallen hat, comment einfach, was euch nicht gefallen hat, damit ich es besser machen kann. Und schickt mir doch einfach auch mal eine Video-Response mit einem Video, was ihr mit dem Tutorial gemacht habt. Das würde mich mal interessieren. Bis dann!